Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit einem weiteren Pokémon-Sammelkartenspiel-Unpacking und zwar das nächste Back-to-School-Radiergummi-Blister. Hier diesmal mit Ferkuli. Im letzten Video habe ich schon das mit dem Ulini gezeigt hier. Selbe Spiel, wir haben ein Radiergummi, wir haben zwei Booster. Verlorene Ursprung aus Schwert und Schild und Entwicklung in Paldea aus Karmesin und Purpur. Hier sieht man es auch nochmal, du erhältst einen von zwei Lieblings-Pokémon-Radiergummis mit Ulini oder Ferkuli und die zwei Booster-Packs, um die Sammlung zu erweitern. Jo. Selbes Spiel und man sieht schon, das Ferkuli ist ein wenig größer als das Ulini, also der Radiergummi hier. Und wie gesagt, der ist auch massiv und demnach noch ein Ticken schwerer als das Ulini. Ich werde gleich die beiden Radiergummis mal nebeneinander halten. Ich meine, gewichtsmäßig müsst ihr mir da jetzt mehr oder weniger glauben, weil das könnt ihr schlecht sehen. Ach komm schon, geh auf. Kann doch nicht wahr sein. Boah. Also die Blister... Die gehen ja normalerweise schon nicht ganz so leicht auf, die mit den Promokarten drin, aber die sind die absolute Hölle. Also es ist ja echt der Wahnsinn, wie schwer die aufgehen. Aber da haben die zugeklebt, um Himmels Willen. Das macht ja dem Kleber von Blue Ocean Konkurrenz. So, Booster aus, Packung weg. So, und hier haben wir Ferkuli als richtig großen und schweren Radiergummi. Und wie gesagt, hier nochmal zum Vergleich, das Ulini, das ist doch ja, von der Höhe her identisch, aber so etwa nur die Hälfte vom Ferkuli. Und das merkt man vom Gewicht her auch, das ist gut doppelt so schwer, das Ferkuli. Und ja, auch hier, wenn man hört nichts, weil es halt Radiergummi, aber wirklich massiv, komplett ein riesen Brocken Radiergummi. Absolut genial. Da kann man sich auch schön so auf den Tisch stellen. Kann ich nur empfehlen, auch als Sammelfigur zu gebrauchen. Weil eigentlich zum Radieren viel zu schade, dieses Ferkuli. Sieht ziemlich cool aus, gefällt mir. So, dann haben wir verlorene Ursprung, wie gesagt, und Entwicklung in Paldea. Wir fangen auch hier wieder mit verlorene Ursprung an. Die älteste zuerst und dann gehen wir zur neuen Serie über zu Entwicklung in Paldea. Verlorene Ursprung, hoffen wir natürlich noch auf einen coolen Hit. Ich würde sagen, die Codekarte ziehen wir wieder mal mit einem schnellen Zack raus. Gucken uns die auch erstmal nicht an. Dann 1, 2, 3, 4 Karten, der Kartentrick. Wir können keine Energiekarte raten, denn es ist der V-Star-Marker. Ist das ein gutes Zeichen? Bekommen wir hier einen coolen Hit jetzt? Aus verlorenen Ursprung, wir werden es sehen. Wir haben hier das Arceus-Phone. Bekommen wir vielleicht ein Arceus? Meditalis. Die Banditenschwestern. Aber ein Pipi. Ein Griffel. Das Webarak. Lichtel. Roselia, dann die Kiste des Unheils als Reverse-Karte, eine Item-Karte und die Rare-Karte auf dem letzten Slot. Die 10. Karte in diesem Booster, verlorener Ursprung, ist... Es ist nur ein Biso-Funk mit dem Nirgendwo-Kopfstoß und den super starken Hörnern. Schade, schade, Schokolade. Aber wir haben ja noch eine Entwicklung in Paldea Booster und können hier auf einen coolen Hit hoffen. Goldkarte, Illustration Rare, Special Illustration Rare, Ultra Rare. Gibt genug Möglichkeiten, hier noch einen coolen Hit zu landen. Hoffen wir mal das Beste. Eine Karte nach vorne. Und ich würde sagen, wir nehmen diesmal, was nehmen wir? Elektro. Nein, schade, Psycho. Okay, also letztes Booster, Entwicklung in Paldea, Felori, Magnetilo, Geosali, Mikrik, Pilippa, ein Dartignis, dann haben wir ein Muntier, dann der Superball als erste Reverse-Karte und auf dem zweiten Reverse-Slot könnte es schon ein Hit sein. Wir bekommen im zweiten Reverse-Slot in der Entwicklung in Paldea nur das Trainingsstudio als Reverse. Schade, schade. Dann muss jetzt die Rare-Karte muss jetzt gönnen. Hier jetzt hoffentlich mehr als nur eine Holo-Rare. Und es ist... Jawohl! Ein Skelocroc EX. Immerhin eine Doppel-Rare-Karte, wie man hier unten sieht. Das Skelocroc EX. 43 KP, entwickelt sich aus Lokroko. Vitalitätsgesang und brennende Stimme. Sehr, sehr cool. Ja, und
Das wird auch direkt gesleeved. Endlich mal wieder was Eintütenswertes, was Sleeve-Wertes, genau. So. Und ja, also ein Hit aus den beiden Boostern. Ich finde, das ist okay. Ne? Zwei Booster, ein Hit. Schade, dass nicht irgendwie was Besonderes dabei war, wie eine Illustration Rare oder sowas oder gar eine Goldkarte. Aber könnt ihr mal gucken, vielleicht war er im Olini-Video bei der Olini-Blister vielleicht was Besseres drin. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ansonsten schreibt mir gerne, was ihr hiervon haltet. Habt ihr euch auch diese Blister gekauft? Wenn ja, was für welche habt ihr euch gekauft? Olini oder Ferculi oder auch beide? Hattet ihr Hits drin? Hattet ihr vielleicht einen besseren Hit drin als ein Skelo Croc EX? Ja? Vielleicht auch besser als in dem anderen Video? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr so drin hattet. Aber auch so, was euch vielleicht noch fehlt von Entwicklung im Fall der oder verlorene Ursprung vielleicht. Der hätte ja da, aber bei euch da ja eine super Karte drin, ein Banger-Hit, wie man so sagt. Aber auch sonst alles, was euch so zum Thema Pokémon-Sammelkartenspiel, Pokémon-Videospiel, Pokémon-Mangas und Animes einfällt. Aber auch allgemein andere Videospiele, andere Sammelkartenspiele, alles, was thematisch hier so reinpasst. Haut's einfach mal in die Kommentare und lasst uns da ein bisschen drüber quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.